Hallo, meine lieben Stiergeborenen, herzlich willkommen zu eurem Wochenorakel vom, jetzt muss ich nochmal gucken, 15.3. Vom 15.3. bis zum 21.3.2021. Ja, das ist super vorbereitet, ist egal, so bin ich. Also gewöhnt euch da an, die, die mich kennen, herzlich willkommen. Und alle, die, die neu sind, ich bin nicht verrückt, sondern ich bin einfach so, wie ich bin, authentisch, ein bisschen crazy. Also von dem her, ich heiße euch alle herzlich willkommen und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, bei mir vorbeizuschauen und euch für euer Wochenorakel mit einem Tässchen Kaffee, Tee oder was auch immer euch dazu zu setzen, um mir zuzuhören, zu gucken, wie sind eure Tendenzen für diese Woche. So, meine Lieben, ich habe ein bisschen was anders gemacht. Ich habe mir überlegt, damit es nicht zu langweilig wird, nehme ich einfach mal neue Karten. Und zwar für eure Überschrift für diese Woche. Ja, habe ich die Göttinnenkarten mit am Start. Ich habe neue Karten, ganz wunderbare Seelenkarten. Und ich habe Heilsteinkarten für euch. Ja, so, das ist die Überschrift, die wir zusammen gemeinsam ermischen und ziehen werden. Dann habe ich wie immer zwei Tarotkartendecks. Das eine, da schauen wir, um was es geht in der Woche. Und das andere nehme ich zum Klären. Was gleich geblieben ist, sind lediglich euer Entwicklungsprozess, Imago-Prozess. Wo steht ihr in eurem Seelenprozess? Da schauen wir gemeinsam. Und wenn es natürlich auch bei euch um die Liebe geht, dann ist es ganz klar, dann nehmen wir natürlich die Engel der Liebe-Karten mit dazu. So, super, mein Lieben. Wir starten mit den Heilsteinkarten für euch. Für die Fische bitte, hätte ich gern eine Heilsteinkarte. Wird eine fliegen? Nein. Okay, danke für die Info. Dann werden wir auch bei euch hier, damit es nicht zu lange dauert, einfach eine Karte ziehen. So, meine lieben Stiere, schauen wir doch mal, um was es bei euch geht, oder? Ich weiß schon, welche Karte es sein wird, ja, genau. Die lachte mich an und sagte, nimm mich. Nein, Scherz beiseite. Ein bisschen locker darf man das ja alles sehen, ne? So, was habt ihr denn hier? Oh. Sehr schön. Jade. Heilung, grün. Na, mal gucken. Jade, Wohlbefinden. Ja, sah ich doch, grün. Ja. Erlangen Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wieder. Aha, interessant. Schaut euch nochmal die Karte an, meine lieben Stiere. Hier geht es darum, um zu gesunden in dieser Woche oder zumindest die Gesundung anzuregen. Und da kann dich der Jadestein sehr wohl unterstützen, der Heilstein. Grün ist auch Erzengel Raphael, ist der Erzengel der Heilung. Okay? Dann ziehen wir mal die nächste Karte für euch. Eine Seelenkarte. Für die Stiere, ich hätte bitte gern eine Seelenkarte. Jetzt. Ich wollte gerade fragen, warum wollt ihr denn nicht? Ach ja. Aha, wow. Gesundheit und Freiheit, Frieden. Gesundheit, Freiheit, Frieden, Wohlbefinden, das hat alles was damit zu tun. Ja. Freiheit. Ich habe die Macht und den freien Willen, um meines eigenen Glückes Schmied zu sein. Ja, logisch, klar. Was sagt uns das? Du darfst in Bewegung kommen, du darfst dein Leben in die Hand nehmen, eine Situation in die Hand nehmen und darfst sozusagen dein eigenes Glück, mit deinem eigenen freien Willen kreieren, deine Freiheit kreieren, dein Wohlbefinden. Du darfst dich für Gesundheit entscheiden.
Interessant. Interessant. Ja, manchmal habt ihr Stiere es auch ein bisschen schwer, ne? Manchmal tut ihr euch da sehr schwer. Ich kann davon aus Erfahrung reden, weil meine Tochter und mein Sohn sind auch Stiere. Nicht böse gemeint. Ich kenne euch Stiere halt. So, welche Göttin haben denn die Stiere die Woche? Ne, wir nehmen alle. Ich habe mich kurz entschlossen, wir nehmen alle. Es hat ja was zu sagen. Einmal haben wir die Erdung. Ja, ist klar. Wenn man nicht geerdet ist, dann verliert man die Bodenanhaftung. Dann kann man auch sich nicht entwickeln. Weder in Freiheit, noch kann man gesunden. Die Bodenanhaftung, die Erdung ist das A und O. Die ist unfassbar wichtig, geerdet zu sein mit Mutter Natur und der höchsten, lichtvollen, geistigen Welt. Das erleichtert euch in eurem Sein, in eurem Prozess ganz, ganz viel, meine Lieben. Ja, nächste, Wissen. Ihr dürft lernen zu wissen, wie geht das. Ihr seid also die Woche in einem Lernprozess drin. Und die dritte Karte ist, ja, Ausrichtung. Wow, voll schön. Also, ihr dürft ihr dürft die Woche lernen, mehr auf eure Erdung zu achten, das Wissen dazu zu erlangen und euch neu auszurichten. Wo soll es bei euch hingehen? Wo darf es bei euch hingehen? In welche Richtung? So. Okay. Lernprozess steht an, meine Lieben. Und das ist auch gar nicht schlimm, denn wir sind ja alle hier auf diese Erde gekommen, um zu lernen. Und der Prozess ist bei euch, kriege ich gerade total rein, der Prozess ist deswegen wichtig, weil das Wohlbefinden, erlangen Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wieder. Ja, dann bist du blockiert. Ja, also es ist ganz wichtig, dass du dich erdest, dass du dir das Wissen aneignest, was du brauchst, dass du dich neu ausrichtest, damit dein Gesundheitsprozess sozusagen angeschoben werden kann. Und dann steht auch der Freiheit nichts im Weg, weil du bist ja der Macher, aber du brauchst, um in die Freiheit zu kommen, mein lieber Stier, brauchst du Kraft, Gesundheit, Stärke, Wissen. Und du darfst dann natürlich auch die Neuausrichtung mit ins Boot nehmen. Ganz klare Sache, ja? Lasst uns bitte gemeinsam schauen, um was es geht die Woche noch. Ist ganz schön viel an Überschrift, aber es ist wichtig halt, ne? Seht ihr ja. So, für die Stiergeborenen vom 15.03. bis 21.03.2021 hätte ich gerne 7 Karten. Ihr fangt mit der Justiz an. Gerechtigkeit. Okay. So, und ich werde jetzt mal die Kamera gleich runter machen, meine Lieben, damit ihr alles richtig erkennt und seht. So, also, ihr fangt an mit der Gerechtigkeit. Neun der Stäbe. Zehn der Schwerter. Ass der Münzen. Ass der Stäbe. Hier ist was umgedreht. Drei der Schwerter. 2, 4, 6. Eine noch, bitte. Hohepriesterin. 5 der Stäbe. So, ich lege gleich für euch auch die zweite Reihe mit.
Ihr geht weiter mit 8 der Münzen. So, König der Münzen. Der Stäbe. Ritter der Kelche, der Stern und der Turm. Und eine Karte bitte noch. Und 4 der Schwerter. Und Page der Münzen. So, meine lieben Stiergeborenen. In dieser Woche geht es bei euch um Gerechtigkeit. Und zwar in beruflicher Hinsicht. Ja? Hier kommt die Gerechtigkeit. Euch ist euer berufliches Dasein sehr wichtig, dass das gerecht abgeht. Ihr seid im Job sehr gerecht. Also euch ist alles, was mit Beruf und Gerechtigkeit zu tun hat, ist euch ganz, ganz wichtig. Ja? Das als erstes. Ihr verarbeitet hier etwas aus der Vergangenheit. Also da ist irgendwas nicht so toll gelaufen, was ja im Moment auch nicht, nicht wenig vorkommt. Es ist eine Situation gewesen, die ihr jetzt verarbeiten müsst. Ja? Das ist für euch ganz, ganz wichtig, dass ihr sozusagen ins Tun kommt, diese Altlasten im Job sozusagen zu verarbeiten, weil da was nicht ganz gerecht abgelaufen ist. Und da seid ihr angehalten, ins Tun zu kommen. Und es war so, dass ihr eine Nachricht erhalten habt, die euch wirklich schachmatt gemacht hat. Ja, also Job verloren, Kurzarbeit, Aufträge storniert etc. pp. Ja, das hat euch ganz, ganz, ganz schön die Beine weggehauen, meine Lieben. Aber ich sehe aus allem was Positives. Hier ist ein finanzieller Neuanfang mit positiven Nachrichten, lieber Stier. Also es geht positiv. Es kann positiv für dich weitergehen, wenn du das möchtest. Und zwar wird es auch relativ schnell gehen, weil du nämlich dahingehend in die Klarheit kommst. Du hast total den Plan. Du hast sowas von dem Plan, wie es weitergeht. Und das ist mega. Das ist eine ganz tolle Energietendenz, die du in dieser Woche leben darfst, die du erfahren darfst. Und das hat was auch mit Wohlbefinden zu tun. Denn diese Situation, die hier ist, die Information, die du bekommen hast, die hat dich so schachmatt gemacht, dass du erstmal gesunden musst aus der Situation. Mental, seelisch, psychisch, physisch. Das hat dich so umgehauen, dass du dir da erstmal die Wunden lecken musstest, ja? Aber nichtsdestotrotz, hier ist der schnelle finanzielle Neuanfang mit den Informationen, mit der Klarheit. Ja, und du lässt alles Alte, was dir Schmerzen bereitet hat, lässt du hinter dir. Du sagst so, Dankeschön für die Erfahrung, liebe lichtvolle geistige Welt, ich habe daraus gelernt. Ja, ich bin ein Stück größer geworden, ich bin gewachsen, ich brauchte das, meine Seele wollte diese Erfahrung machen und ich bin jetzt dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil sie gehört zu meinem Prozess dazu. Aber ich weiß auch, wer ich bin und ich gehe gestärkt weiter, indem ich, so wie die Stiere sind, erdig, ja, erdverbunden und deswegen auch hier nochmal die Karte. Bitte denkt daran, erdet euch wieder, kommt wieder zu euch, ja?
Ihr habt das Wissen, ihr richtet euch neu aus. Und hier ist die Neuausrichtung. Hier ist das Wissen. Ja? Also mehr Bestätigung gibt es gar nicht. Und eins kann ich euch auch sagen, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten triggern, die sagen, nur nee und geht nicht und oder generell Menschen, die sagen, was nicht geht. Ne? Lasst euch davon nicht in Streit und Zankereien und Konflikte verwickeln, nur weil ihr hier am finanziellen Neustart seid. Geht euren Weg, das dürft ihr, das ist euer Weg, das ist euer Leben. Und das dürft ihr ruhig so begehen, wie ihr es möchtet, so wie ihr es wollt. Denn ihr habt genug Lasten hinter euch, ja, oder mit euch mitgetragen. Ihr wollt wieder in eure Freiheit. Hier, schaut mal, ihr wollt wieder frei sein. Ja, und da dürft ihr ins Tun kommen. Ihr dürft euer Glück Schmied sein. Packt es an, meine Lieben, ihr könnt das. So, die wollten es sein. Ja, na logisch. Hier, Widerstände. Ganz wichtig gehört auch, Widerstände gehören natürlich auch zum Prozess, um in die Freiheit zu kommen. Ja, Widerstände. Hier, Konflikte. Sicherlich gehört mit dazu, ist mit ein Widerstand. Oder hier, ich bin schachmatt. Mich hat diese Information so niedergerissen, ist auch ein Widerstand, gehört auch dazu. So, und jetzt lese ich mal. Widerstände. Erinnere dich, dieser Prozess gehört untrennbar zu deinem Leben und dient deiner Heranreifung. Ja, logisch. Ausrichtung, Wissen. Ja, wie lernst du? Du lernst nur durch entweder positiv oder negativ, also entweder Situationen, die dir wehtun oder die dir Freude bereiten. Na, am meisten lernen wir halt durch die Prozesse, die uns wehtun, weil um was verabschieden zu können, haben wir natürlich erstmal Schmerzen. Ja, weil wir diese Situation, um sie verabschieden zu können, ja, und das ist hier, es hat dich eine Situation schachmatt gemacht, aber um diese Situation sozusagen wieder ins richtige Licht zu rücken oder ins Lot zu bringen, musst du einfach gewisse Dinge durchleben und dann sozusagen verabschieden, ja? Und die Wahrnehmung. Wahrnehmung. Du selbst bist der Experte für dein Leben. Ja, auch hier wieder Wissen, ja? Du weißt, du möchtest in Freiheit. Du weißt, du möchtest gesund werden. Dann steh auf und geh. Und das tust du hier. Du bist gefallen und du hast dir wieder die Klarheit erlangt, das, was dir wehtut, das, was nicht gut gelaufen ist, zu verabschieden. Und das tust du, indem du darüber nachdenkst, und indem du das sozusagen, das Alte, sagst, Dankeschön, nett für die Erfahrung, aber jetzt darfst du auch wieder gehen, weil ich will weiter. Ne? Das gilt für Situationen, das gilt für Menschen, das gilt für alles, was in deinem Leben ist, lieber Stier, was dir nicht mehr dienlich ist. Das darfst du gehen lassen. Du darfst weitergehen. Du darfst stagnieren, natürlich. Du darfst diese Prozesse durchgehen. Du darfst die Altlasten, die du ablegst, du verarbeitest die, um dann sozusagen neu dich neu auszurichten in finanziellen Dingen und zwar ratzifatzi relativ schnell. Okay, meine lieben Stiere, konntet ihr damit resonieren? Freue ich mich. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, ein Like, abonniert gerne meinen Kanal und wenn ihr gerne eine private Legung möchtet, dann könnt ihr unten in der Infobox mir gerne schreiben. Da stehen alle Informationen, wie ihr mich erreichen könnt. Schreibt mich gerne an. Und wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns nächste Woche zu eurer Wochenlegung wieder. Alles Liebe für euch. Macht's gut, eure Katrin.